Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge The Search 2 mit dem mächtigen Schnauzbart. Und mir natürlich. So, ich muss nochmal, meine Sitzposition ist noch nicht ganz optimal hier. Irgendwie hängt mir das Mikro wieder so vorm Gesicht. Und das ist ja gut wegen dem Ton, aber ich mag es nicht, wenn es im Sichtfeld hängt. Das war ein bisschen zu hoch. Und dann sehe ich irgendwie im Augenwinkel die ganze Zeit das Mikro. Wenn mal einer von euch aufgenommen hat und so ein komisches Mikrofon vor sich gehabt hat, kennt ihr das wahrscheinlich. Vielleicht stört es euch auch nicht, aber irgendwie, also mich stört es total irgendwie. Bei niedriger Gesundheit wird Gesundheit regeneriert und der Schaden erhöht sich. Das ist doch irgendwie mega. Wie kriege ich denn das noch rein? Na gut, erhöht die Menge an Energie, ist bei so Bossen extrem cool. Ach stimmt, ich muss mir jetzt mal ein Eli-Set machen. Eli. So, Teilzeitbonus aktiv. Das ist mein Eli-Set, wird ein Akku gefüllt, wird etwas Gesundheit wiederhergestellt. Ein Akku erfüllt, erhöht sich die Ausdauer. Ja, Ausdauerregeneration ist auch sehr gut. Bringe die Ausdauer, ja. Nach 5 erfolgreichen Treffern in Serie erhöht sich deine Gesundheit. Das ist eigentlich auch ziemlich geil. Der Energiegewinn durch etwas Gesundheit und wird wiederhergestellt. Wird ein Akku gefüllt, erhöht sich der Energiegewinn und Gesundheit. Das habe ich doch, habe ich das nette hier ohne gehabt? Ach, hier habe ich beides drin. Ein Akku gefüllt, Gesundheit und Gesundheit. Angriffsgeschwindigkeit und Energiegewinn beim Einsatz eines folgenden Waffentyps. Ja, das ist auch sehr cool. Würde ein Angriff tödlichen Schaden verursachen. Das hat irgendwie nicht funktioniert letztes Mal mit dem Heilen. So, und jetzt habe ich noch so irgendwas so richtig Cooles, wo ich denke, boah, das brauche ich unbedingt. Mindestens 3 Akkus gefüllt. Ich habe nur 4% Angriffsgeschwindigkeit. Ich glaube, das kann man mal vernachlässigen. Die Menge an Energie durch erfolgreiche Angriffe. Das ist immer sehr gut bei Bossen. Ja, dann tausche ich das hier gegen das hier. Weil das mit der Energie ist wichtiger irgendwie. Wenn ein Feind per Drohne tötet. Wenn hier noch wieder ein feindlicher Angriff tödlichen Schaden. Nee, das war irgendwie kacke. Du sammelst ein wenig Gesundheit, wenn du einen feindlichen Angriff in der richtigen Richtung blockst. Ja, das ist zu selten, dass das klappt. Dann konzentriere ich mich so auf Blocken und verliere durch das getroffen werden viel mehr Gesundheit, glaube ich. Blocken ist bei mir immer so Ultra-Instinkt, wenn ich einfach so, jetzt will ich blocken und dann Ultra-Instinkt. Und dann klappt's manchmal. Nicht immer. Ja, das ist scheiße, Verteidigung verringert. Sorry, wenn ich ein bisschen schlappe, ich trinke gerade noch Kaffee nebenbei. Ja, für längere Zeit die Verteidigung erhöht. Die muss ich auch mal auf. Oh, jetzt kann ich mal was ausprobieren. Ach nee. Ja, rein. Meine Energie wird nicht aufgefüllt, wenn ich hier dran gehe, oder? Gut.
Durch so ein paar Gegner muss ich mich auf jeden Fall mal durchkämpfen, damit ich mit voller Energie hinkomme. Aber ich gehe hier oben rum. Und ich muss eine Einhandwaffe bei dem Set nehmen. Ich kann doch die Waffen auch so durchschalten. Ja. Sortiert nach Stufe. So. Favorit mache ich. Okay, das ist ein gutes Ding. Stimmt, die Handschuhe habe ich eben gar nicht genommen. Okay, von denen habe ich keine mehr im Favorit. Favorit muss auf jeden Fall meine Seuchenkeule. Die Mimese-Klinge? Die habe ich auch in den Favoriten, aber die benutze ich eigentlich gar nicht. Die hier mache ich auch mal rein. 70er Energiegewinn und sehr stark. Und natürlich das Power-Schwert. Und komm, da mache ich auch einen Speer, muss ich auch reinmachen. Nehme ich aber den, vielleicht kann ich ihn da mit Elektroschaden schocken. Und jetzt schaltet er doch nur die Favoriten durch, gell? Ja, also ich fange mal bei der Aterna an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bin ich wieder bei der Aterna. Gut. Damit kann ich umgehen. Mit diesen Sachen. Was machen Sachen? So, was machen Sachen? Wir gehen jetzt hier hoch. Machen da Sachen. Also ich glaube, hier musste ich hoch, gell? Das war doch die Abkürzung. Hoffe ich. Ja, genau. Jetzt fahre ich hier rüber. Und dann vermöbel ich so ein paar Leute mit der Waffe, die am meisten Energie gibt, was wahrscheinlich das Schwert sein müsste, oder? Relativ sicher. Obwohl das auch einen hohen... Oh, 85er Energiegewinn. Oh, das Ding hat sogar 95. Guck mal, Elise. Irgendwas war doch Warrens Vermächtnis oder so. Nano-Stachelflock. Warrens Erlösung. Die müsste ich eigentlich aus Prinzip nur mal hochmachen. Bruder Trumans Glaube. Bruder Trumans Glaube war nicht so stark, also nicht so ein krasser Glaube scheinbar wie die Macht des Funkens. Die hat aber nur 20% Energiegewinn. Oh, das Ding. Wir nehmen mal den Auslöscher, da tun der 10% Energiegewinn. Und ich wollte ja immer mit so einer Knüppelwaffe knüppeln. Was, Alter? Weißt du nicht, mit wem du dich anlegst hier, Bang? Oh, oh. Aber ich schaff's noch, seine Arme zu zerquetschen. Master zu voll, ey. Gut, ich darf jetzt mein Set nicht wechseln, sonst sind die Verteidigungsinjektionen weg. Da ist der Verrückte. Er hat seine Professur am College der Madness gemacht. Boah, der hat lang gedauert eben, der war auch schwach. Schreibt mal drunter, wie schwach der war. Aber ich merke gerade, wenn ich die Waffe habe, dann schaffe ich das nicht mit Leben herstellen, mit so vielen Schlägen. Aber die ist mächtig. Deshalb mache ich jetzt auch ein paar Ärmel kaputt, dass ich einfach mehr Waffen aufbauen kann. Jawohl. Kann ihm seinen Arm schneiden. Was willst du von mir, ey? Oh. Volle Conan. Gut. Jetzt habe ich meine Kacke aufgefüllt. Kann ich hochgehen. Techscrap können wir nochmal einzahlen gehen. Den brauche ich nicht alles mitschleppen.
So eine Fettsackwaffe habe ich auch noch nie ausprobiert beim Endkick, ne? Vielleicht soll ich mal hier so richtig reinstampfen auf den so. Wo ich den Sound gemacht habe, habe ich überlegt, vielleicht macht meiner ja diese Geräusche, der redet ja nicht. Vielleicht macht er ja, wenn ich hier so auf die Gegner einhaue, macht er ja so. Ich denke immer, das wären die Gegner, aber vielleicht ist er es ja. Der auserwählte Krieger nur grunzen kann. Weil er redet halt wirklich nicht so. Er ist schweigsam. Richtiger Oldschool schweigsamer Held wie früher. Ach ja, okay. Wir sind ausgestattet. Ausstaffiert. Verteidigung ist stark mit über 600. Ich habe auch beide Verteidigungsbuffs drin. Ich muss gucken, dass ich immer über 3 Energie habe. Dann kann er mir nicht so viel Schaden machen. Deshalb, ich muss noch ganz kurz die Waffen durchgucken. Also, 85% Energiegewinn bei der Eterna. Valkyrie hat 70, hat er auch weniger Angriffskraft. Und ich glaube, die Angriffskraft ist immer das, was die einzelnen Schläge tatsächlich an Schaden reinhämmern. Das Ding hat halt echt eine sehr hohe Angriffskraft. Hat halt auch einen hohen Ausdauerverbrauch und mir ist die Ausdauer ausgegangen. Mimese-Klinge. Die wird halt noch Nano drauf machen, aber ich glaube, Nano-Schaden bringt bei ihm gar nichts. Dann eher der Firebug. Aber die hat halt diese mächtigen 20 Angriffskraft. Bei den Infizierten wird Schnee sogar 21 hat, aber die, ja, ich glaube, das Nano bringt nichts. Ich hau auf jeden Fall mal mit der drauf und guck mal. Aber ich glaube, das Nano bringt nichts und dann ist es vielleicht am besten. Irgendwie, muss ich sagen, hat sich das ganz normale Schwert echt gut geschlagen bei den Gegnern. Nur jetzt enttäuscht mich irgendwie diese 15 Angriffskraft. Ich probiere das gerade mal aus. Hallo? Zeigen Sie mal Ihren Arm her. Ich hau jetzt einmal drauf. 271. 271 mit einem ganz normalen Schlag. Mit. Hat mir einfach einen Weg versperrt. Und das hier hat 283. Okay, das ist das krasse. Das Ding. 370, aber. Oh, 800. Das dauert halt auch ewig, bis er da schlägt im Vergleich zu dem anderen. Und wenn ich hier einmal R2 drücke, was RT auf der Xbox ist, was mich immer verwirrt, deshalb sage ich lieber R2. Ich drücke R2. Auf der Xbox. Denn ich habe einen PlayStation-Controller. Und dann macht er hier gleich so, zack. Hä, jetzt macht er so. Eben hat er die immer zweimal gehauen, wenn ich einmal R gedrückt habe. Er weiß auch nicht, was er will, ey. War auf jeden Fall mächtig. Na gut, ist einseitig montiert. Ist doch genauso langsam, gell? Ja, dasselbe. Boxhandschuhe. Hauen wir mal mit denen kurz rein. Dann macht er hier den hier. Oh, er zaubert schon. Lass mich raus. Ah, jetzt kommen sie doch beide. 381. Plus Feuer. Oh, ich glaube, die Boxhandschuhe haben gewonnen. Eben sogar zweimal. Ach so, weil das beide waren. Also die Boxhandschuhe sind schon brutal. Einzige Problem an denen ist dann irgendwann die Ausdauer, dass mir immer mal die Ausdauer ausgeht. Aber so sind die schon mega grausam. Seht ihr ja hier und wie schnell vor allem die Attacken hier kommen. Ah, okay, die Boxhandschuhe sind doch erste Wahl. Ah, aber die Energie. Seht ihr es? Die Energie. Ich muss mich jetzt heilen. Haben wir jetzt wieder keine volle Energie? Nein, ich will hier nichts hinsprühen. Oh, Karte kotzt. Komm hier vor. Hier kannst du den kotzen. Da. Kotzt da. Ich hau nicht auf mein Kabel. Ey, Mann, du bist dumm behindert. Du weißt, du kotzt doch einfach. Du willst doch selber nicht auf dem vollgekotzten Teppich liegen.
Okay, ich musste Karte rosten, bis sie von seinem Teppich weg begleiten, weil der sitzt immer auf seinem kleinen Teppich und jetzt wollte er da hinkotzen. Und dann setzt er sich aber auch eigentlich nicht mehr drauf, weil er dann hingekotzt hat. Er mag er es auch nicht. Deshalb habe ich ihn jetzt vorsichtig vorgeleitet und dann ist er zu meinen Kabeln gegangen. Ich wollte als nächstes auf meine Kabel kotzen. Ist auch nicht so cool. Jetzt hat er sich doch umentschieden. Jetzt hat er nur ein paar Geräusche gemacht. Ich wollte gerade gucken, welche Drohne ich mir mal mitnehme. Ich habe doch hier den ganzen Scheiß noch. Damit muss ich ihm auch mal geben. Abklingzeit 0, gelagerte Munition 29. Ach du Scheiße. 29 Granaten. Die muss ich auf ihn draufholzen. Jack Biosensor. Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwie bin ich damit wieder an Anfang gekommen. Aber ich hatte dann mein Textcrypt nicht dabei. Das war extrem kacke. Ist der jetzt auf einmal mein Freund? Ich habe einen Freund? Ich dachte, das war der, der mich einmal beschossen hat. Wer ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Er hat so ein Alle-Welts-Gesicht. Sag mir jetzt gar nichts. Freund? Aber mir fällt auf, ich hätte hier die Abkürzung gehen können. Ich hätte hier einfach hochgekonnt. Ich habe doch hier die Tür geöffnet. Und jetzt muss ich den gefährlichen Sprung wieder wagen. Wow. Wow, Weaver. Ups, das war ich, gell? So, okay, dann fangen wir doch mit der Valkyrie. Ach so, guck nochmal, Valkyrie sind die Dinger. Energiegewinn 70. Ah, die haben auch noch eine 14er Angriffskraft. Arr. Schwert. Im Schwert renne ich auch nicht so schnell Gefahr, meine ganze Ausdauer zu verlieren. Los geht's! Oh, 17 Minuten gebraucht bis hier. Jawohl. Oh, seine Attacken kommen aber schnell. Ja, Penne. Ja. Aber es geht im Schwert. Die Energie kommt, die Heilung kommt auch. Aua. Und die Gladiator-Umgebung ist da. Ey, er hat mich wieder aufgespießt. Ah. Nee, er hat meine Waffe festgehalten, oder? Eli, du kriegst mich auf langsam. Yes, da war ein Block drin. Ich hab's genau gesehen, es war grün. Seine Attacken, die dauern manchmal ewig und manchmal gehen sie ganz schnell. Scheiß Blocken. Ich höre jetzt auf damit, ich prügeln einfach. Vielleicht kriege ich mal einen Block rein, so, aber... Kann ich nicht wieder diesen Verteidigungs... Aua. Ich muss ein bisschen besser auf seine... Attack Patterns achten, vielleicht kann ich ihn da blocken. Ihn nicht blocken will, ist meine Ausdauer weg. Da hat's geklappt. Oh shit, jetzt habe ich nur zwei Energien, das ist schlecht. Ich muss Energie sammeln. Denkt sich aber auch immer wieder was Neues aus. Stirb, Eli. Bruder Eli, ich hasse dich. Jetzt hat er seinen ganz verrückten Modus. Wenn ich es schaffe, die 5 Schläge reinzukriegen, kriege ich doch auch Heilung. Oder? Wow, wow.
Ja, jetzt war mal ein super Block. Was hat auch so viel abgezogen, dem Penner. Ja, mit der Verteidigungsinjektion und mein, wenn ich drei Energien voll habe und selber verteidigt, dann geht's voll ab. Aber der hat bestimmt noch eine Form. Sonst wäre er einfacher als Delver. Stirb! Erzengel. Obwohl, es ist ja eigentlich schon die dritte Form. Ja! Loser! Jawohl! Erzengel offline. Und der ist ja auch endlich explodiert. Jawohl, zweiter Versuch. Voll okay. Ich musste erstmal gucken, was ich für Waffen nehme und so. Und ja. Nein! Er ist schon wieder da. Habe ich mich die ganze Zeit getäuscht? Vielleicht habe ich wirklich das Nichts verdient. Ich stich den jetzt einfach ab. Du sollst über mich richten. Jeder hat eine zweite Chance. Nein, ich werde dich hinrichten, Tod. Natürlich. Boah. Ich konnte ihn nicht leben lassen. Der hat mich so genervt. Jedes Mal kam er zurück. Und jetzt soll ich ihn leben lassen, nach all dem? Niemals. Ich bin dir sehr dankbar. Du hast immer weiter gekämpft. Du hast immer weiter geglaubt. Ich hab's immer gewusst, dass du mich retten würdest. Aber jetzt müssen wir nach vorne schauen. Ich kann dir direkt ins Herz sehen. Ich weiß, welche Belohnung du dir so sehr wünschst. Das Streben nach Macht hat dich vorangetrieben. Mit großer Entschlossenheit bist du vorangegangen, ohne dich von deinem Ziel abbringen zu lassen. Tief in deinem Innern warst du schon immer ein Teil des Schwarms. Und was? Jetzt wirst du sein getreuer Hüter sein. Nein, jetzt bin ich Eli, oder was? Vielleicht haben wir die falschen Fragen gestellt. Weil es Menschen sind, die die Maschinen gebaut haben, werden sie immer deren Erbe in sich tragen. Sie können nicht ohne Fehler sein. Aber vielleicht müssen sie gar nicht perfekt sein. Vielleicht brauchen sie tatsächlich nur eine Seele. Tja, das war The Search 2. Ja, krass, ich bin ein finsterer Recke jetzt. Und habe mich von Etina verwandeln lassen. Vielleicht war es, weil ich am Ende Eli gekillt habe. Ich hätte ihn ja auch überleben lassen können. Aber ich. Nee, ich musste. Es war eigentlich. Musste. Er kam so oft zurück. Er darf nicht nochmal zurückkommen. Vielleicht wäre dann ein guter gewesen, mein Homie. Ich weiß nicht, eventuell muss ich nochmal anfangen. Aber hier sind erstmal die Credits jetzt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Teilweise war es anstrengend. Little Johnny hat mich echt aufgeregt. Aber es hat doch auch sehr viel Spaß gemacht. Ist ein krasses Game von einem deutschen Studio. Und macht Bock. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der solche Souls-like-Spiele mag. Oder mal was anderes spielen möchte, außer ein Ego-Shooter oder so. Es ist schön brutal und man kann coole Sachen bauen, sich aufleveln. Und ja, das Kampfsystem ist cool. Das Kampfsystem hat mir echt viel Spaß gemacht. Mit dem Blocken bin ich nicht zu 100% warm geworden. Aber wenn es Blocken klappt, fühlt es sich einfach sehr gut an. Also wenn ihr den Gegner so kontert mit einem Block, ach, das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Deshalb habe ich es doch immer mal gemacht. Ihr habt ja gesehen, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Gerade eben beim Bosskampf hat es auch nochmal richtig Bock gemacht, als es dann geklappt hat. Bei den Bossen muss man ja immer so mehrmals blocken. Da reicht ja einer nicht aus. Aber war sehr schön auf jeden Fall. Schöne Erfahrung. Ich habe auch relativ viele Erfolge geholt. Ein paar fehlen mir noch. Ja, wahrscheinlich muss ich nochmal ran demnächst. Markus Rieck, Max Gemeine. Viele Maxes sind dabei. Ach, scheinbar ist nach den Vornamen sortiert. Ja, Home Interactive. Sehr cool.
muss ich sagen, hat mir Spaß gemacht. Ruft mich an, wenn ich Spiele teste für euch werden soll, bei Home Interactive. Ihr seid ja Deutsche, also kein Problem. Ich bin dabei. Ich mach's. Trink nochmal ein Schlückchen Kaffee. Focus Home Interactive natürlich. Verzeihung. Focus Home Interactive. Luke Henninger. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch am Ende passiert. Also ob ich jetzt nochmal mit meinem rumlaufen kann, weil ich wurde ja in den dunklen Rächer verwandelt. Ich bin ein sehr dunkler Rächer. Ob ich jetzt mit dieser dunklen Rächer-Rüstung spielen kann und Eli seine komische Waffe habe, die ich da am Ende gehabt habe. Thank you to everyone joining our Playtests and Beta-Tests. Seht ihr, wenn ihr sowas braucht, ich hätte es gemacht, kein Problem. Sales and Marketing kann ich auch, alles gut. Koreaner waren die Teste. Adia Entertainment. Ich glaube, ich kann sie auch gar nicht wegdrücken. Oh doch, ich kann sie überspringen. Ich tendiere stark dazu, sie überspringen zu wollen, aber ich habe Angst, dass es wie beim Kino ist und am Ende nach den Credits noch was kommt.
So, was passiert? Ach so. Tode? 157 und der Durchschnitt sind, was, 148.000? Ach nee, 148, Komma. Das geht alles viel zu schnell. Null Quests fehlgeschlagen, das ist ja auch interessant. Ach, das zählt alles als einzelne Level. Es ist Johnny, 10 Tode nur. Ich dachte, das wären mehr gewesen. Boss Captain Cervantes. Ja, da bin ich echt nicht gestorben. Das erste Modell wäre auch 8-mal. Bruder Eli. Ja, der zweite Eli war einfacher. Harold bin ich nicht gestorben. Gateway Bravo bin ich auch nicht gestorben. Aber da kann man ja auch nicht kämpfen. Major General Ezra Shields. Die 4 Tode haben sich auch länger angefühlt. Aber die Göttin Helena habe ich wieder niedergepeitscht. Devil Echoes. Ja, die Devil Echoes waren nicht so schwer. Wobei, vielleicht hatte ich auch einfach Glück in dem Moment. Bam. Materialien. Große Mauer. Erzengel Eli. Durchschnittlich sterben die Leute da 3,4 Mal und ich bin nur einmal. Yeah. Also, ich habe es gesehen, durchwachsen, ich bin auf jeden Fall besser geworden im Laufe des Spiels, was hoffentlich auch normal ist. Wir gehen jetzt nochmal kurz rein und gucken mal, wie es jetzt aussieht. Ob ich jetzt der dunkle Rächer bin. New Game Plus freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel durchgespielt. Aber warte, das war nicht alles. Wähle Fortsetzen und dann deinen nun mit NG Plus markierten letzten Spielstand, um dich auf eine neue Reise zu begeben. Neue Herausforderungen und Überraschungen erwarten dich. Deine gesamte Ausrüstung, alle Waffen und dein Charakterfortschritt bleiben erhalten. Spiel fortsetzen. Ach so, das ist jetzt automatisch neues Spiel Plus. Dann gucken wir mal kurz rein, was ob ich jetzt... Was wäre, wenn Maschinen rein wären? Ein grundlegendes universelles Konzept ohne Werte Ach oder nee, Ziel. Kann ich das jetzt abbrechen? Aber weil sie von Menschen gebaut wurden... Und damit all deren zahllose Fehler erben mussten. Wie könnten Maschinen je besser sein als wir? Müssten sie nicht unweigerlich dem Pfad ihrer Schöpfer folgen und letzten Endes scheitern? Wo habe ich jetzt die super Leuchtrecher-Augen? Was sieht so aus? Ja, Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kapitän. Unser Flug Nummer 221 nach Jericho City wird in Kürze landen. Wir sind zurzeit in einer Höhe von 35.000 Fuß mit einer Reisegeschwindigkeit von knapp 2.000 km/h unterwegs. Wenn das Wetter mitspielt, können Sie bei unserem Landeanflug eine bezaubernde Aussicht auf die Stadt genießen. Ich werde mich vor der Landung noch einmal bei Ihnen melden. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass man hier im Flugzeug was hatte. Ist das jetzt schon extra Content? Können Sie das nicht verstehen? Ich habe Flugangst. Das ist ein Stofftier, okay? Das beruhigt mich. Bleiben Sie in Ihrer Kabine und genießen Sie die Aussicht. Entschuldigung, kann ich bitte mein Stofftier zurückhaben? Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, verweisen Sie mich bitte an Ihren Erziehungsberechtigten. Sie können nach unserer Ankunft ein Formular für die Rückgabe Ihres Spielzeugs einreichen. Haben Sie einen guten Flug. Ihr negatives Verhalten wurde protokolliert. Haben Sie einen schönen... Genial, danke. Ich weiß schon, wen ich das nächste Mal frage, wenn ich in der Klemme sitze. Ich bin Athena. Athena Gutenberg. Ich kann's nicht ab, allein zu fliegen. Nicht, dass ich mich nicht längst dran gewöhnt hätte. Ich werde in Jericho City von meinem Großvater abgeholt. Ich bin ein bisschen gespannt.
Wird aber auch etwas seltsam sein. Hab ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Zumindest nicht in echt. Nur in den Nachrichten. Also das ist auf jeden Fall neu. Ach, und danke für deine Hilfe. Was ist denn jetzt los? Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Sieht aus, als seien wir in leichte Turbulenzen geraten. Bitte bleiben Sie ruhig und auf Ihrem Platz. Wir sind bald aus dem Gröbsten raus. Okay, bitte kehren Sie unverzüglich zu Ihren Plätzen zurück. Wir haben hier anscheinend ein... Oh Gott, was ist das denn? Das kommt genau auf uns zu. Ausweichmanöver! Ausweichmanöver, sofort! Krass, kann ich die Tina retten jetzt im New Game Plus oder was? Nein, es ist hinter uns her! Es holt auf! Danke. Ich werde das nicht vergessen. Hilfe! Ich sitze fest! Allein schaffe ich's nicht. Notlandung abgebrochen. Bewahren Sie Ruhe und folgen Sie den Leuchtstreifen auf dem Boden. Rettungszone. Hätte ich noch einen retten können? Genau so ging's doch los. Flugzeugabsturz und dann zack, Gefängnis. Ah, jetzt bin ich im Gefängnis. 2 Monate später. Etwas mitgenommen. Die Wahnvorstellungen unseres Spezialpatienten halten seit Wochen an. Wieder und wieder scheint er die gleichen traumatischen Erinnerungen an Flug 221, ein Mädchen... und irgendeine Art Anomalie zu durchnehmen. Pass auf! Aber das ist unmöglich. Der Flug hatte nur einen Überlebenden. Was? Ich würde mein Hemdchen an und sehe endlich wieder cool aus. Pass auf! Es wird dich umbringen! Habe ich jetzt immer Leuchtaugen? Falls es eine auch in den New Game Plus Modus gespielt hat und sich am Ende entschieden hat, Eli leben zu lassen, sagt mal, ob ihr alle Leuchtaugen habt. So, ich kann auch nicht ins Menü gehen, muss noch hier mit nacktem Arsch rumrennen. Und hier werden wir das Ganze jetzt beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein wilder Ritt. Wir sind im New Game Plus und dreschen uns dann hier wahrscheinlich demnächst durch die Reihen durch. Aber ich muss bei Surge 2 jetzt erstmal ein kleines Päuschen einmachen. Von so 1 bis 2 Wochen. Ich muss mal sehen, wie ich es mache im Moment. Oh, hier liegt noch was. Das sammeln wir schnell ein. Eine Keycard. Sehr gut. Und dann geht's weiter. Schreibt mal drunter, ob ich 1 oder 2 Wochen Päuschen machen darf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und freut euch auf die nächste Folge des Surge 2. Und wenn ihr es gar nicht erwarten könnt im Moment, dann schaut einfach mal auf meinem Kanal nach. Es gibt auch noch Age of Empires und ein bisschen Crossout-Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.